Ja, in meiner Kindheit gab es nicht so viele Superhelden, weil bei uns zu Hause war Fernsehen nicht so gern gesehen. Mein Superheld war die Sendung mit der Maus und ich glaube, am besten trifft auf mich der Elefant zu. Es gab ein Jahr, da bin ich bei beiden Qualifikationsregatten reingefallen. Einmal haben wir keinen einzigen Schlag geschafft, weil mein zweier Partner den Ausleger aus der Bootswand gerissen hat. Und beim anderen Mal sind wir durch ein anderes Boot durchgefallen oder durchgefahren. Es war eine absolute Katastrophe in dem Jahr. Ja, das spätere Ziel meines Lebens eigentlich, eine glückliche Familie zu haben. Viele Kinder, mehr als zwei, drei, vielleicht vier. Das ist so, der wäre so der ultimative Glücksfall, den ich so vielleicht anstreben würde, aber das hat man selber erstmal noch nicht in der Hand und noch arbeiten wir am Sportlichen. Glücksbringer hab ich nie dabei. Ich glaube, also auch in meinem ganzen Achter hat niemand einen Glücksbringer dabei. Wir versuchen halt immer durchzuziehen, möglichst alles zu geben, reinzuhauen. Und ich denke mal, man kann dem Glück immer ein Stück entgegenkommen, indem man fleißig trainiert und alles gibt. Und ich sag mal, je näher man dem Ziel kommt, desto wahrscheinlicher wird es, dass man auch mal das nötige Glück am Ende dann hat. Ich bin Ruderer, weil ich am liebsten im Sitzensport mache.